Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Wenn ihr das erste Mal da seid, hi, ich bin Birte, ich freue mich, dass ihr da seid. Heute soll es gehen um meine Gesichtsmasken. Dies ist ein Wunschvideo. Ich wollte dem aber auf jeden Fall nachkommen, weil ich das Thema Gesichtsmasken extrem spannend finde, selber für mich. Ich bin zum Beispiel jemand, der eine Mischhaut hat, die an den Wangen auch mal trockene Hautstellen hat, aber der größte Teil meines Gesichts ist einfach mal extrem ölig und ölt auch schnell nach. Was ich auch habe, ist im T-Zonenbereich etwas vergrößerte Poren. Das ist jetzt nicht eine super Problematik bei meiner Haut, aber auch ich habe das mit Anfang, Mitte 30, dass ich eben eine vergrößerte Pore habe und das sind eben Dinge, die ich mit Masken für mich bekämpfe. Bekämpfe in Anführungsstrichen. Was für mich zum Beispiel auch immer super wichtig ist bei Masken, ist, dass sie meine Haut reinigen, nicht extrem austrocknen und eben ich hinterher das Gefühl habe, es ist was passiert. Das ist für mich immer sehr, sehr wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, ich habe da jetzt einfach nur was auf meiner Haut geklatscht, sondern dass ich einfach wirklich das Gefühl habe, okay, da ist irgendwas, irgendein Prozess ist davon stattengegangen und meine Haut hat das in irgendeiner Art und Weise positiv was gebracht. Der größte Teil der Masken, die ich euch heute zeigen möchte, den bekommt ihr in der Drogerie. Das finde ich aber auch sehr, sehr schön, weil wir eine ganz lange Zeit eine wirkliche Durststrecke hatten, was Masken in der Drogerie angeht. Jahrelang kannten wir alle nur diese Sachets, die wir uns aufs Gesicht gepackt haben. Mittlerweile gibt es richtig Serien bei Marken, auch in der Drogerie, was Masken angeht, was ich sehr, sehr, sehr schön finde. Ich habe auch einige High-End oder Higher-End-Produkte ausprobiert. Ich habe auch zwei Stück hier heute mit bei. Auch die möchte ich euch zeigen. Ich habe aber noch nichts im Parfümerie-Bereich gefunden, was mich jetzt komplett aus der Hose geschlagen hätte. Vielleicht, ich probiere mich da immer weiter aus. Ich finde für mich das Thema Hautpflege auch immer wichtiger und es nimmt, finde ich, mit dem Alter einfach auch zu. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist. Bei mir war es einfach mit Anfang 20 was anderes als mit Anfang Mitte 30 jetzt. Und ich lege da halt auch wesentlich mehr Wert drauf. Ich glaube nicht, dass man da super, super viel Geld für ausgeben muss, aber ich finde es wichtig, dass man der Haut in der Generation, in der man ist, was die Haut angeht, einfach auch das an Pflege und Wirkstoffen zukommen lässt, was sie braucht zu dem Zeitpunkt. Und darauf achte ich also, wie gesagt, jetzt auch mehr. Gut, dann höre ich jetzt auch mal auf mit dem Gelaber und zeige euch einfach mal die Gesichtsmasken, die ich gerne verwende, wie ich sie verwende und was sie für mich bringen. Und ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß dabei und los geht's. Ich fange einfach mal an mit der Maske, die ich heute Morgen verwendet habe. Und zwar ist es die Garnier Skin Active Juicy Mask. Das ist eine Maske, die bekommt ihr aus der Drogerie. Sie soll fahle Haut mit Unebenheiten ausgleichen, aufbereiten, genau. Bei mir ist es so, dass sie einfach mein Gesicht extrem erfrischt. Sie ist so ein bisschen, dass sie leicht brennt. Ich vermute, dass das die Fruchtsäuren sind, die da drin sind. Ich habe auch das Gefühl, dass sie so einen leichten Peeling-Effekt hat. Auch das möchte ich auf die Fruchtsäuren zurückschieben. Und sie riecht super, super gut. Sie hat eine kurze Einwirkzeit von 5 Minuten und wenn man die abmacht vom Gesicht, hat man einfach ein mega, mega frisches Gefühl. Die Haut strahlt, die Haut leuchtet und es ist für mich einfach ein Wellness-Erlebnis, diese Maske anzuwenden. Sie kostet unter 1 Euro, was ich mega finde und dementsprechend kann ich sie euch auf jeden Fall nur anraten. Kommen wir zu einer relativ neuen Maske. Das Wort Maske finde ich da ein bisschen unangebracht, aber ich möchte sie trotzdem hier einmal zeigen. Es ist die Age Perfect Rosé oder Rosenmaske von L'Oréal. Sie ist für ältere Semester gedacht. Sie kommt ja aus dieser Age Perfect Reihe. Es ist auch keine Maske im herkömmlichen Sinne. Man trägt sie auf, man lässt sie einwirken, man wäscht sie ab. Sondern es ist für mich im Grunde eigentlich so eine Übernachtmaske. Also ich verwende die total gerne über Nacht als richtig intensive Nachtpflege und wenn ihr sie aufs Gesicht auftragt, ist die so ein bisschen silikonig, aber dieses Gefühl überträgt sich richtig, richtig toll auf die Haut. Die Haut wird seidenweich, sie ist schön gepflegt, durchfeuchtet, aufgepolstert und wenn ihr am nächsten Morgen aufwacht, ist eure Haut wirklich glatt wie ein Babypopo. Ich finde sie sehr, sehr, sehr angenehm.
Sie hat einen leicht kräuterigen Duft. Also nicht, dass man denkt, der Name ist hier Programm. Sie riecht nicht nach Rose. Also für alle Leute, die Rosendüfte nicht mögen, ihr könntet diese trotzdem mögen. Guckt euch die auf jeden Fall mal an. Wenn ihr eine fahle Haut habt, die einfach nicht frisch aussieht und ihr sagt, ich brauche einen richtigen Umf Pflege, guckt euch die auf jeden Fall mal an. Dann möchte ich stellvertretend für die gesamte Serie ein Päckchen zeigen von einer Marke, die ich schon seit Jahren verwende. Und zwar ist es die Marke Montagne Jeunesse. Ihr habt sie vielleicht auch schon mal gesehen. Ich weiß, es gibt sie bei Müller. Ich kaufe sie total gerne, wenn ich bei meiner Schwester in Belgien bin. Da gibt es die nämlich auch. Und ich habe schon diverse Masken von dieser Serie verwendet. Ich liebe diese selbsterhitzende Thermomaske mit rotem Schlamm irgendwie. Oh, Leute, die ist der Hammer. Dann gibt es eine mit so Spearmint. Alter Falter, ihr riecht wie 90er Jahre Rickless Extra Kaugummi. Wahnsinn. Und diese Masken sind so erschwinglich und machen so was mit eurer Haut. Also ich liebe einfach fast jede einzelne, die ich schon probiert habe, liebte ich. Und diese hier ist jetzt eine Tuchmaske mit Gletscherschlamm. Das ist jetzt so die letzte, die ich habe und sie ist noch nicht verwendet. Ich bin ganz gespannt, wie die abschneidet. Ich möchte euch definitiv einfach mal diese Marke ans Herz legen. Wenn ihr die noch nicht ausprobiert habt, guckt euch die auf jeden Fall an. Es gibt sie auch bei Amazon. Ich werde euch mal einen Link unten in die Infobox stellen, wo ihr solche Masken beziehen könnt. Und die sind wirklich, wirklich toll und kosten um und bei 1 Euro zwischen 1 und 2 Euro pro Säckchen. Und also toll. Guckt euch die auf jeden Fall mal an. Sucht euch eine aus, die zu eurem Hautbild passt, sei es für trockene Haut, feuchtigkeitsarme Haut, ölige Haut. Da ist hundertprozentig was für euch dabei und ich schwöre auf diese Masken. Kommen wir zu einer der ersten Higher-End-Masken, die ich mir damals zugelegt habe und ich finde sie toll. Sie ist die Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Das ist dieses Töpfchen hier. Ihr seht auch schon am Stand des Produktes, ich feiere diese Maske. Sie ist super angenehm auf dem Gesicht. Sie ist wirklich, wie es auch der Name sagt, tiefenreinigend. Die trocknet euch so auf dem Gesicht weg. Also ihr seht hinterher aus wie so ein Bröckelbild. Ist aber wirklich angenehm. Sie riecht, Moment, ja, auch ein bisschen wie Omas Kräuterbütchen, ne? Aber ach, super. Die ist nicht so günstig. Ich bin der Meinung, dass sie so bei 25, 27 Euro lag. Aber es sind 142 Gramm. Ihr kommt da wirklich lange mit hin. Wirklich lange. Und man hat hinterher wirklich ein tiefengereinigtes Gefühl. Ich liebe diese Maske und wenn ihr ein bisschen Geld im Petto habt und was sucht zum Einsteigen, zur Tiefenreinigung, guckt euch die auf jeden Fall mal an. Kommen wir zum Thema Tuchmaske. Ich brauchte ein wenig, bis ich mich an dieses Thema herangewagt habe, denn viele Masken dieser Art sind mit Hyaluron, was ich nicht so gut vertrage. Ich mochte anfangs auch dieses glitschige, schleimige Gefühl auf dem Gesicht nicht so richtig und brauchte also ein bisschen, um in dieses Thema reinzukommen. Habe aber mittlerweile in der Drogerie eine Serie gefunden, die ich richtig, richtig gut finde. Ich spreche von der Garnier Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske. Das sind diese Säckchen hier. Ihr zahlt für eine Tuchmaske so zwischen 1 und 2 Euro. Ich habe jetzt hier die Variante für normale und Mischhaut. Das ist auch die, die ich bevorzuge. Die für normale Haut in dem blauen Säckchen finde ich ebenfalls spitze. Wo ich euch überhaupt gar keine Review zu geben kann, ist die in dem rosa Säckchen für sensible und trockene Haut, weil ich das einfach nicht habe. Aber was für mich diese Masken wirklich herausstechen lässt, ist der Feuchtigkeitsgrad. Ihr holt die raus, die sind wirklich nass. Ihr packt euch die aufs Gesicht, die saugen sich an euch ran. Ich habe das, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Ihr könnt wirklich stundenlang Hausarbeit machen und die fällt euch nicht vom Gesicht. Es ist der Hammer. Ihr habt eine super durchfeuchtete Haut hinterher. Bei dieser Variante habt ihr auch noch so ein reinigendes oder so ein gereinigtes Gefühl. Die sind mega und für den Preis absolute Empfehlung. Kommen wir zu meinen drei Babys von L'Oreal. Ich habe einmal die klärende Maske Absolu, ich habe die Peeling-Maske Absolu und ich habe die Detox-Maske Absolu.
Die Maske, die ich am schönsten finde, ist die Peeling-Maske. Ich liebe diese Maske. Ich trage sie auf, lasse sie kurz einwirken und verwende sie dann wirklich als richtig krasses Peeling. Ich finde, die reinigt die Haut überragend. Sie verfeinert wirklich die Poren. Sie holt euch alle Maddergatsche und alles, was ihr in den Poren habt, ist hinterher weg. Ich finde sie mega. Sie, wenn ich jetzt sage, sie brennt, das würde es übertreiben. Aber ihr fühlt sie, ihr fühlt auch, dass sie was macht. Das hab ich aber bei jeder von diesen Tonerdemasken und die liebe ich über alles. Dann habe ich hier die Detox-Maske. Auch die finde ich super. Ich habe das Gefühl, dass die wirklich ja, entgiftet, entschlackt. Auch die holt euch einfach so diesen ganzen Schmodderrotz aus den Poren raus. Man sieht ein bisschen aus wie so ein kleines Nessie-Monster, wenn man die auf dem Gesicht hat. Aber sie macht auch wirklich was. Und ja, sie ist ähnlich wie die Peeling-Maske vom Effekt her, hat aber einfach diese Peeling-Körnchen nicht. Und dann habe ich noch einmal diese klärende, reinigende Maske. Die verwende ich einfach total gerne, wenn es die Zeit des Monats ist, wo wir zu Pickelchen neigen und wir hormonell ein bisschen überschwänglich sind. Da finde ich diese Maske super. Ich verteile sie hauptsächlich auf der Stirn, der Nase und im Kinnbereich und finde sie mega. Sie riecht angenehm, die riechen alle drei super angenehm. Auch da so ein bisschen natürlich kräutergartenmäßig. Und ich finde die super. Wenn ihr Geld für eine ausgeben wollt, würde ich euch die Peeling-Maske empfehlen, weil ihr einfach wirklich ein Peeling und eine Maske, das ist so ein Zwei-Seiten-Moped, finde ich mega. Und die würde ich euch auf jeden Fall anraten. Kommen wir zu meiner absolut liebsten Maske momentan. Sie ist auch aus dem etwas Higher-End-Bereich, sage ich jetzt mal. Und zwar habe ich sie mir abgefüllt in hier so ein kleines Pöttchen. Es ist die Origins Retexturizing Rose Clay Mask. Es ist auch ebenfalls so eine Peeling-Körnchen-Maske. Was ich super finde, ist der Duft. Die riecht so ein bisschen pfefferminzig, rosig, kräuterig, was ich super gut finde. Ihr müsst sie nur kurz auf dem Gesicht aufgetragen lassen. Das sind nur 5 Minuten, bin ich der Meinung. Finde ich super. Und die trocknet auch bröckelig, also die müsst ihr auf so leicht feuchtes Gesicht auftragen und dann zieht die so richtig an. Und die Haut fühlt sich so unglaublich gut an hinterher. Unglaublich gut. Ich habe meins hier zum Geburtstag geschenkt bekommen von Freunden und ich bin so dankbar, dass ich sie entdeckt habe, weil ich werde die mir auf jeden Fall in groß nachkaufen. Ich finde sie super, super gut und kann euch die auf jeden Fall anraten, wenn ihr Mischhaut habt, wenn ihr großporige Haut habt, wenn ihr so Problemhaut habt, selbst wenn ihr Aknehaut habt, glaube ich, könnt ihr die wirklich super verwenden. Also die ist so toll und eine Riesenempfehlung. Diese Maske ist sozusagen die noch etwas intensivere und größere Schwester von dieser hier. Also ich finde die so, so unglaublich gut. Ich kann es euch gar nicht sagen. So, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Mein Masken und wie verwende ich Masken, was machen Masken für mich Video. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Ich hoffe, ihr habt was finden können oder sehen können, was ihr vielleicht für euch auch umsetzen und verwenden könnt. Das würde mich total freuen. Wenn ihr eine Gesichtsmaske habt, wo ihr sagt, die ist der Hammer, probiert die aus. Auf jeden Fall bitte unten in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!